Diese Aufgabenstellung ist relativ übersichtlich. Da geht es wieder mal um die induzierte Spannung. Und zwar jetzt nicht durch einen geschlossenen Leiterkreis, also die aufgespannte Fläche, sondern eben in einem Einzelstab, der sich aber eben bewegt im Magnetfeld. Das ist wichtig. Sonst würde nichts induziert werden. Die Aufgabenstellung lautet: Das Erdmagnetfeld, 60 Mikrotesla stark, verläuft am Äquator nahezu parallel zur Erdoberfläche in Nord-Süd-Richtung. Welche Spannung wird in eine 30 Meter hohe Langwellenantenne eines Frachters induziert, der sich dort mit 36 Stundenkilometer in Ost-West-Richtung bewegt, also 90 Grad dazu? Hier ist die Situation mal skizziert. Also die Feldlinien treten im Wesentlichen am Nordpol aus und umhüllen sozusagen die Erde und am Südpol wieder ein. Genau genommen stimmt das nicht so ganz, denn die Feldlinien treten also fast überall, abgesehen vom Äquator, fast überall auch aus der Erdoberfläche aus und schließen sich dann relativ kurz wieder. Außerdem ist das Feld nicht homogen, aber wie auch immer, 60 Mikrotesla ist mal so ein Anhaltswert, der ganz gut stimmt. Ja, also die Feldlinien laufen nun da so herum und der Frachter bewegt sich hier mal so angedeutet auf dem Äquator direkt mit seiner Antenne, die also jetzt 30 Meter in die Höhe ragt. Und wir brauchen also hier die SI-Einheit, also 10 Meter pro Sekunde entspricht das. Und da können wir ja zunächst mal ansetzen, unsere induzierte Spannung. Faradaysches Gesetz, UI ist gleich, naja, nun kann ich ja mal dieses eine Windung, ich sehe jetzt mal von der Windungszahl ab, also schreibe einfach mal d phi nach dt, Änderungsgeschwindigkeit des magnetischen Flusses. Und jetzt ist es ja so, das Feld, nicht die 60 Mikrotesla, die wollen wir als konstant annehmen. Also kann ich das, wenn ich das jetzt die zeitliche Ableitung bilde, kann ich das doch nach vorne ziehen. Dann bleibt da also stehen das Feld, also konstante Flussdichte, mal und dann dA nach dt. Also Fluss ist Flussdichte mal Fläche und Flussdichte ist konstant. dA nach dt. Und dann, wenn man sich das jetzt anschaut, ich habe hier mal die Situation ein bisschen vergrößert dargestellt. Nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, auf der Südhalbkugel stehen und uns diese Antenne jetzt anschauen, wie die sich durch die Feldlinien bewegt, nicht, dann kommen uns doch die Feldlinien entgegen. Deswegen die Punkte in den Kreisen und die Antenne bewegt sich, okay, jetzt nach links, hier nach rechts. Das ändert aber halt nur die Richtung. Ist erstmal nicht so wichtig. Also hätten wir in etwa diese Situation. Und jetzt ist halt die Frage, wo wird da etwas induziert? Also wenn dieser Stab, der ist jetzt nun so, wie er hier dargestellt ist, natürlich außerhalb des Feldes. Stimmt nicht so ganz, nicht hier in der Zeichnung oder in der aktuellen Situation befindet er sich ja insgesamt im Feld. Aber wenn er jetzt nun mal sich in diese Richtung bewegt, dann würde also in ihm eine Ladungstrennung stattfinden. Und zwar, was wirkt da? Die Lorentzkraft. Und wenn wir die Lorentzkraft, vielleicht schreibe ich es hier unten mal hin, F Lorentz, ist doch letzten Endes ein Kreuzprodukt zwischen Geschwindigkeit und Flussdichte. V Kreuz B. Und dann muss also hier vorne noch mit dem Betrag der Ladung multipliziert werden. Und dieses V Kreuz B, das gilt für positive Ladungsträger. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, gehe ich mal auf die andere Seite. Ich sage, komm doch hier an diesem Punkt, wo der V-Vektor ist, kommt ja auch ein Feld heraus, das B-Feld. Das heißt also V Kreuz B, nicht, wenn ich das so, die rechte Handregel wieder anwende, nicht von V nach B, dann weist der Daumen nach unten, sprich also die Lorentzkraft wirkt nach unten. Für positive Ladungsträger. Nicht nur haben wir aber negative Ladungsträger, wie wir mittlerweile wissen. Und das würde also bedeuten, dass sich hier drin in dem Stab ein Feld aufbaut, also plus nach unten,
Es gibt zwar keine positiven Ladungsträger, die Elektronen, die verschwinden nach oben, was aber bedeutet, dass unten dann relativ zu oben ein positiver Pol entsteht. Und hier der negative Pol. So würde also jetzt hier in diesem Ding, so könnte man sich das in diesem Leiterelement sich so vorstellen, als wenn hier sozusagen eine Spannungsquelle, nicht mit dem langen, ist immer positiv, da installiert wird. Und wenn die Ladungen sich nun trennen, naja, Gegensätze, plus, minus, die würden sich ja wieder anziehen. Das heißt, die erfahren nicht nur die Lorentzkraft, auseinandertreibend, sondern eben auch anziehend, die Coulombkraft, Q mal E. Also da würde sich ein Gleichgewicht einstellen, also die Ladung, Coulombkraft, Q mal E, E ist die elektrische Feldstärke, also Spannung dividiert durch den Abstand, ist gleich und dann eben hier die Lorentzkraft Q mal V mal B, schreibe ich jetzt mal, weil alles in der Ebene ist. So, und das Ganze würde eben diese Ladungstrennung, die würden so lange sich entfernen oder der Elektronenfluss, die würden sich so lange bewegen, bis eben die beiden Kräfte sich die Waage halten. Und dann hört die Ladungstrennung auf und da stellt sich halt irgendeine bestimmte Spannung ein. Und je schneller sie werden, V, je schneller sie das Ding bewegen, desto größer wird dieser Teil und desto mehr werden die Ladungen getrennt und erzeugen sozusagen eine größere Spannungsdifferenz zwischen oben und unten. Jetzt ist es aber so, wenn dieser Leiter sich hier durchbewegt, bisher haben wir ja immer nur Flächen betrachtet. Ist aber auch so, dass wenn es jetzt so wäre wie hier, dass dieser Leiter, wir betrachten das jetzt mal als zwei Leiter, dieser Leiter sich nicht im Feld befindet und der sich im Feld befindet und bewegt, immer wichtig dazu zu sagen, nicht? Dann würde also in ihm hier genauso eine Spannung entstehen. Und nicht, also in dem Fall natürlich hier, jetzt muss ich es mal wieder wegnehmen, nicht in dem Fall, wo der linke Leiter sich eben außerhalb des Feldes befinden soll, dann eben nicht. Also nur der sich im Feld bewegt. Und das wiederum, wenn man sie jetzt verbände, diese beiden, dann würde eben dieser hier diese Spannungsquelle tragen und der nicht. Was dazu führt, dass jetzt sozusagen technische Stromrichtung von Plus nach Minus halt ein Strom getrieben wird. Wie gesagt, wenn sie verbunden werden. Da habe ich hier meine Fläche, Breite mal Länge, nicht? Und diese Fläche erfährt jetzt einen sich ändernden Fluss. Jetzt mal die erste Reihe B-Feldvektoren drin, nicht? Und ein Stückchen weiter nach rechts sind wir in die nächsten drin. Also eine Änderung des magnetischen Flusses. Und da hätte ich meine Spannung. Jetzt aber, wenn dieser Teil sich auch im Feld befindet, nicht der linke Teil, wieder die Ausgangssituation, dann hätte ich hier ja auch meine induzierte Spannung. Nicht? Und dann habe ich keine Spannungsdifferenz zwischen hier und hier. Und dann würde also auch nichts induziert werden. Das heißt also, wenn Sie einen geschlossenen Leiter nehmen und den einfach so im Magnetfeld, im homogenen Magnetfeld bewegen, dann wird zwar was induziert in die entsprechenden Leiter, aber in die gleiche Richtung. Also es würde keine Spannungsdifferenz entstehen und Sie würden auch nichts messen. So, jetzt ist es aber so, dass unser Leiter eben keine geschlossene Schleife bildet, sondern nur der Leiter sich da so durchbewegt. Und dann kann man eben jetzt aber sagen, dass diese Flächenänderung, die kann man sich so, sag ich mal, künstlich ableiten, indem man dann sagt, minus B mal, und dann müsste ich ja dieses A, diese Fläche, die sich hier bildet, wäre ja eben dieses Wegelement S, also von hier nach hier, das wäre sozusagen S, der Weg S, und das ist die Länge, also S mal L. D nach dt, mache ich es vielleicht mal so, von S mal L. Nun ist L aber konstant, nicht? So kann man dann also schreiben, minus B mal L mal, und dann bleibt eben übrig ds nach dt. Aber ds nach dt ist ja die Geschwindigkeit, v, nicht Weg durch pro Zeit.
ist also gleich B mal L mal V. Also so kommen wir von dieser Formel, diese allgemeine Beschreibung Flussänderung, zu dieser Formel, die man aber auch in Formelsammlung findet. Muss man sich nicht stets herleiten. Okay, so, und jetzt können wir eigentlich nur die Größen einsetzen. Da sind wir eigentlich schon dann am Ziel. Das heißt, die induzierte Spannung wird dann minus, Lenzsche Regel, B, 60 Mikrotesla, 60 mal 10 hoch minus 6 Tesla, mal Länge 30 Meter, mal Geschwindigkeit eben 10 Meter pro Sekunde. 10 Meter pro Sekunde. Und dann hätten wir ein paar, 18 Millivolt ungefähr. Oder hier so genau 18 Millivolt. Das wäre sozusagen die Spannung. Ja, also relativ, wenn man diese Formel kennt natürlich, dann braucht man nur einzusetzen und ist fertig damit. Aber sonst kann man sich vielleicht auch nochmal diese Verhältnisse hier klar machen. Also bemerkenswert ist ja schon so ein bisschen, nicht, wenn dieser Leiter sich alleine bewegt im homogenen Magnetfeld, woher der dann weiß, dass er sich bewegt. Nicht, das kann man sich vielleicht auch mal fragen. Aber Tatsache ist, es wird eine Spannung induziert. In der Regel ist aber so, sagen wir mal, in technischen Anwendungen, was weiß ich, Elektromotoren oder Generatoren oder Feldmessspulen, nicht, wenn sie also irgendwie wechselnde Felder, Magnetfelder messen wollen, nicht, dann wickelt man sich so eine Spule mit definierter Fläche, nicht, und hält sie dann so in die Bereiche, wo man ein Feld vermutet, nicht? Und da kann man sozusagen durch Drehen dieser Spule, nicht? Wenn die Feldlinien halt so verlaufen, nicht? Und man spannt die Spule so auf, dann durchsetzt das Feld die Spule, würde man was messen, nicht? Und wenn man dann also dreht, sozusagen die Spule parallel, die Spulenebene parallel ausrichtet zum Feld, dann kann da passieren, was will, sie würden nichts messen. Und da kann man sozusagen dann einmal eine Aussage treffen über die, sagen wir mal, Intensität des Feldes, Flussdichte, und eben auch über die Richtung. Nicht, könnte man so, wenn man so ein Kreisfeld, was weiß ich, sowas wie die Erde hat, nicht, und dann so eine Spule da entlang führt und immer auf Null, also so lange dreht, bis Null rauskommt, könnte man also immer, hat ja mal eine Richtungsinformation über die Feldvektoren. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Recht übersichtliche Aufgabe.